أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Die Frage heute darf ein Mann eine Halskette tragen oder vielleicht sogar ein Armband. Ibn Abbas رضي الله عنهما برشتت wie bei صحيح البخاري verzeichnet ist: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. Ibn Abbas an, berichtete, der Gesandte Allahs وسلم, verfluchte diejenigen Männer, die die Frauen nachmachen. Und er verfluchte ebenfalls diejenigen von den Frauen, die die Männer nachmachen. Damit wir hören, worauf sich die Nachahmung, das Nachmachen bezieht, so sagte Al-Mubarak Fiuri Rahimullah Ta'ala, indem er diese Überlieferung erklärte, das bedeutet, dass das Nachahmen sich auf folgende Dinge bezieht. Auf den Brauch, wie Frauen sich anziehen, in der Art und Weise, wie es für sie angemessen ist. Hier würde der Mann den Frauen ähneln, wenn er dieselben Bräuche annimmt wie sie. Oder die Art und Weise, wie die Frauen Hände nutzen und dieses auf ihre Hände und Füße tun. Das ist so eine Art Farbe, was bekannt ist, dass die Frauen dieses benutzen bei Festlichkeiten und allgemeinen Traditionen. Sowie auch die Stimme, dass man hier die Stimme der Frau nicht nachmachen darf. Oder das äußere Erscheinungsbild. Die Sprache. وانتِ إبريچن بيهيجون شيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ذاكت في إمام النووي إن seinem Werk المجموع إبليفت وللرجل لبس خاتم الفضة للاتباع والإجماع بل يسن له كما مر مع زيادة في باب ما يجوز. لبسه لا لبس السوار ونحوه كالدملج والطوق ein Mann könnte einen Silberring tragen um dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dabei zu folgen auf der basis dessen, dass dieses auch ein konsens der gelehrten ist, dass der prophet muhammad sallam diese Sunnah praktiziert hat, dass er auch einen ring getragen hat, dieses ist eine sunna dieses ihm gleich zu machen, jedoch das tragen von armreifen, armbänder und halsketten ist nicht erlaubt. so sagte der scheich rahimullah weiter, das Tragen von Armreifen bzw. Halsketten von einem Mann, auch wenn dieses aus Silber besteht, so ist dieses nicht erlaubt, denn dieses ist eine Art Verweichlichung und dieses ist nicht angemessen für einen Mann, der Ehre besitzt. Das bedeutet, der Sheikh hat hier eine Fatwa diesbezüglich getätigt, dass dieses für die Männer nicht erlaubt ist, eine Art Armreifen bzw. Halsketten zu tragen. Dieses ist entgegen der Männlichkeit und der Prophet Mohammed hat es verboten, dass man die Frauen nachmacht, denn auch das Tragen des Schmuckes in dieser Art und Weise ist nicht bekannt, dass Männer so etwas getan haben. Haben. Daher vermeidet der Mann, Schmuck zu tragen, wie wir es nur von den Frauen kennen, dass sie es in dieser Art und Weise tragen, damit er nicht zu denjenigen gehört. Denn der Prophet Muhammad sallallahu wasallam verfluchte diese Männer. Daher soll jeder Muslim dieses vermeiden, auf eine Art und Weise den Frauen zu ähneln, wie es sich nicht für einen Mann gebührt.